Negativ. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Part 2 von diesem Tag. Ich glaube, wir sind Tag 17. Ich habe diese Teile so ein bisschen separiert diesmal. Ich mache mir gerade ein Schinkenbrot. Wollt ihr mal sehen? Vollkornbrot, Frischkäse, Tomate, Salat. Und dann hier in der Mitte durchschneiden. Ah, was gibt's Besseres? So. So, ich arbeite hier an einem kleinen Nebenprojekt. Das ist so ein Video von einem kleinen Flussbett. Zum Entspannen. Ich glaube, ich mache so einen 2-Channel auf. Nein, ich 4-5-Channel. Und jetzt geht's zu Mama. Ja, ich habe leider nicht mehr viel zum Anziehen. Und ich fühle mich so dick heute, ehrlich. Boah, ich habe so eine Wampe wiederbekommen. Oh, ja, keine Ahnung, bin sehr unzufrieden. Aber ich muss los, Leute. Kollege wartet unten. Und du rennst das schön zu Ende. Ich habe jetzt Sony Vegas. Mega geil. So, Leute, ich bin jetzt hier am städtischen Krankenhaus. Mama besuchen, aber ich will euch das nochmal zeigen hier. Das ist der AOK-Platz. Der AOK-Basketballplatz war der Platz, an dem ich halt am meisten früher gezockt habe. Und es sind immer noch die gleichen Körbe, sehe ich gerade so. Also mega geil. Also so, jetzt hier, ne? Einfach mega cool. Also, dass die Körper immer noch da sind, finde ich cool. Ja, also wie gesagt, ich gehe jetzt Mama besuchen. Boah, Alter, sind das Erinnerungen, Alter, wie viele Körbe ich hier gebrochen habe. In der Jugendzeit oder so. Also. Wirklich, also richtig schön. Ah ja, Geschenk, ne? Nur damit es weiß, oder ihr alle, das ist für meine Schwester, die Größere. Also nicht die älter als ich ist, sondern die Größere. Ich will ja nicht so viele Namen hier nennen und so. Aber, ja, ich habe sie leider nicht sehen können. Sehr schade, hat nie geklappt zeitlich. Ich zeige euch jetzt mal das Krankenhaus. Da ist es. Schon ein hässlicher Klotz. Keine Ahnung. Ja, da ist es. Oh, jetzt muss ich mich aber ein bisschen sputen, Autos kommen. Kann man es nochmal ein bisschen besser sehen. Großes Teil. Ja, nicht so schön. Und schon ja, farblich sehr aufgebraucht langsam. Ne? Schon alt. Auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht. Wichtig, Leute. Herzlich willkommen. Bienvenido. Also, ich bin jetzt hier drin. Ich werde jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. Was kann ich sagen? Also, ja, sehr, sehr einfach jetzt hier reinzukommen. Es gibt so eine App, die heißt Luca-App. Ich habe gesagt, benutze ich nicht. Ich werde eh wieder abreißen. Und wir haben kein Problem, kann einfach so reinkommen. Ich habe gesagt, ich habe keine deutsche Adresse. Tut mir leid so. Jetzt muss ich mal die Station gucken. Warte mal hier. Da habe ich dem erklärt, ich komme aus Chile, ins Ausländer bezeichnet. Ein witziger Kerl, ja. Ich habe keine Ahnung, 11.3, ach ja, jetzt habe ich es gecheckt. Hallo Mama, wie geht es dir? Ach, du weißt es eigentlich. Erzähl doch mal jetzt, was hat wohl passiert, was ist gemacht, was hast du jetzt hier? Ist Essen wieder? Essen wieder, ja, richtig geil. Und das gegen Schmerzen oder was? Nein, Antibiotikum, weil ich einen Keim auf der Lunge habe. Ein Keim, aha. Und aber was ist jetzt mit deinem Bauch, genau? Ja, die Magen-Leerungsstörung ist immer noch da. Wird wohl auch, wenn ich Pech habe, gar nicht wieder richtig werden. Ne? Ja, Pipi in den Augen passt. Schon traurig. Ja, morgen kann ich sie nochmal sehen. Ist halt auch eine schöne Aussicht, ne? Das ist, glaube ich, das einzig Positive hier. Ja. Guck mal hier. Was für komische Menschen, dass sie das hier zukleben müssen. Ich bin so hart traurig. Boah. Ja, keine Ahnung, wie es morgen sein wird. Morgen ist es noch schlimmer. So, ich filme jetzt ein bisschen heimlich diese Anmeldung. Also da vorne gibt es dann so eine. Ein Kontrollposten. Und dann, ja. Wie das hier alles gibt.
Und dann, ja. Da ist wieder der Ballerplatz. Oh Mann, wenn ich das sehe. Alte Kindheitserinnerung. Jetzt kann ich auch den gelben Zettel abmachen. Ja. Den Zettel hat man bekommen, wenn man da irgendwie, ja, keine Ahnung, jemanden besuchen geht halt, ne? Boah, als ich jung war mal, ne? So, meine Lieben, ich darf hier nicht spoilern. Warte, ich muss mal hier, How to sell drugs, gucke ich gerade. Aber hier Fleischsalat. Oh, Fleischsalat mit Käsebrötchen. Effekt. Oh, Karamellnossis. Das werde ich so vermissen, Leute. So, jetzt gibt es den zweiten Corona-Test. Aber jetzt mal bezahlt sogar hier, ne? Das war jetzt der Otto. Ja, hier mein Kollege hat seine Karte vergessen. Man muss ja den PCR-Test bezahlen. Boah, hier ist super neblig und mein Zoom funktioniert gar nicht. Ich funktioniere gar nicht an der Kamera. Boah, ich bin richtig. Boah, alles läuft scheiße hier. Ja, ein bisschen doof gelaufen. Mein Kumpel muss ja für mich blechen, weil der kostenpflichtige Test, der muss ja bezahlt werden. 50 Euro, glaube ich, waren das jetzt. Ja, jetzt muss er nochmal zurückfahren. Aber die wollen gleich hier schließen und ja, alles ist gerade ein bisschen stressig hier und ich bin gerade ein bisschen, ach, ja, ich habe Angst schon wieder ohne Ende. Es kann irgendwie nichts einmal gut laufen, habe ich das Gefühl. Naja, zum Glück ist die Strecke nicht so weit. Ich hoffe, er wird das jetzt schaffen, hier schnell, ja, zurückzukommen. Ja, er wird jetzt irgendeinen Augenblick kommen hier. Ne? So, jetzt habe ich sogar einen roten Zettel hier. Die waren alle so nett, hier bis jetzt. Ha? Ah, mach ich denn? Nein, mach ich gar nicht. Also ich durfte jetzt schon eine Vorkasse, also Vormachen weg. Die Frau war super nett, die hat gesagt, das ist morgen schon da. Das geht super leicht hier mit so einem QR-Code und sowas. Hier gibt es einen Campingplatz direkt hinterm Testzentrum. Perfekt, danke. Bueno, te muestro el nuevo departamento. Cocina, la sala, comedor, habitación de los niños. Con closets, el baño de ellos, la habitación principal, nos mudamos el sábado que viene, así que estoy desinfectando todo y echando Baigón, para matar todos los bichos que haya. Y la vista, ya tiene la malla de seguridad para los niños, que la puse ayer. Y allá, a una cuadra, queda mi trabajo. Also ich habe jetzt vielen Dingen hier ein Video gewidmet. Diesem Eis widme ich kein Video, weil es ein Geheimtipp ist, ja. Also nur, wenn du dieses ganze Video hier geguckt hast, kannst du jetzt wissen, dass das einer der besten Eissorten der Welt ist. Du musst mir vertrauen. Und wenn du dieses Eis siehst, kauf es dir. Sehr, sehr lecker. Und damit möchte ich das Video fast beenden. Also ich habe ja diesen Corona-Test gemacht heute und ich nur für das Ergebnis. Also möchte ich mich echt bedanken, wie freundlich die Mitarbeiter hier waren und gesagt haben, ja, um 9 Uhr machen wir Feierabend und ich gehe gleich noch ins Labor und mache gleich die Testdinger fertig. Und dann morgen früh um 12 Uhr wäre das Ergebnis da. So, ne? Ich habe gesagt, ja, das ist wichtig wegen meinem Flug und habe ihr das erklärt. Und ja, ich weiß nicht, ob man das Ärztin nennt, eine Laboratorin. Und ja, ich will meinen allerletzten Abend jetzt genießen. Auf Wiedersehen. Uff, warte, das klingt hart. Wenn ich sage allerletzten Abend. Also in Deutschland, ne? So, letzte Nacht richtig abchillen. Freitag, Samstag wird ein heftiger Tag. Viel fahren. Ja, auf Wiedersehen.